Geht's auch wirklich los. Also nochmal, mein Name ist Fabian. Ich bin seit 2 Jahren in dem Dundu-Projekt und will euch jetzt da ein bisschen die Inspiration, Vision, die hinter Dundu steckt, teilen. Zum Anfang aber noch ein bisschen ein provozierendes Zitat von Friedrich Schiller aus Wilhelm Tell. Der Starke ist am mächtigsten alleine. Wenn ihr das jetzt so hört, was denkt ihr darüber? Was war der Tell, von dem dieses Zitat ist, für ein Typ? Ja, der Tell, der wollte nicht mit anderen kooperieren, sondern der hat sich eingebildet, er kann das Ganze alleine schaffen. Heutzutage ist aber das Zeitalter der Zusammenarbeit. Der kritische Punkt dabei ist aber, wie müssen wir zusammenarbeiten und wie können wir das erstmal lernen, zusammenzuarbeiten. Weil eigentlich in der Schule ist es ja auch schon von Anfang an so, Zusammenarbeit wird eigentlich nicht gefördert. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, das Spicken, Abschreiben, da war immer gleich mit drastischen Strafen die logische Folge. Von dem her, wie können wir zusammenarbeiten, wenn wir das eigentlich gar nicht richtig lernen? Wir müssen also ja, Gruppen zusammenkommen schaffen, wo wir richtig zusammenarbeiten. Ich denke, ein so Raum, wo sehr viel Energie freigesetzt wird, ist hier und heute. Es kommen sehr viele motivierte und engagierte Leute zusammen, teilen mit euch ihr Wissen und es kommt zum Dialog. Und ein anderer dieser Räume ist Dundu. So, was ist jetzt Dundu? Dundu steht für Du und Du und ist ein Kunstprojekt aus Stuttgart. Bei diesem Kunstprojekt geht es um die Steuerung von 5 Meter großen Puppen. Ich hätte gern eine mitgebracht, leider ist der Raum hier zu niedrig. Das Besondere an diesen Puppen ist aber, dass 5 Menschen diese Puppen zusammen steuern, zusammen an einem Strang ziehen müssen, um was Größeres zu erschaffen. Der Kreator, der Erschaffer von Dundu, Tobias Husemann, der verfolgte bei Dundu die Vision, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Und eigentlich mit der sehr offenen Bauweise versucht er, die Kreativität und die Vorstellungskraft der Zuschauer hier anzuspornen. Und ich sehe hier auch schon Lächeln. Jeder kann sich in Dundu was Eigenes vorstellen. Und die Vision ist auch, dass man in Dundu sich selbst sieht. Nämlich das Tiefste, was man in der Kunst erreichen kann, ist, wenn der Betrachter sich selbst in der Kunst wiederfindet. Ich habe jetzt hier ein kleines Video für euch, wo ihr das mir einmal anschauen könnt, wie Dundu sich bewegt, wie Dundu zum Leben erweckt wird. Jetzt würde ich euch einfach kurz fragen, was waren eure Eindrücke, wie ihr diese Puppe jetzt gesehen habt? Weil ich sehe in Dundu 2 Ebenen. Eine dieser Ebenen ist eben das Berührtwerden und jetzt, wie haben diese Bilder auf euch gewirkt? Einfach frei hinaus. Ich fand Dundu hat nett gewirkt. Nett, okay. Und ich auch. Alles klar, ja? Also sehr offen. Super. Die 2 Ebenen, die ich hier ansprechen will, ist einerseits eben genau die Ebene vom Zuschauer. Ein Live-Erlebnis ist natürlich nochmal beeindruckender, wenn man dann auch von Dundu berührt wird. Aber hier ist es eigentlich ziemlich interessant, was passiert mit dem Zuschauer, wenn er Dundu sieht. Genau diese Anregung der Kreativität und die Inspiration, die da drin steckt. Aber es gibt noch ein weiteres Level.
von den Spielern. Hier sind es auch noch zwei weitere Spieler heute da und das ist das Level Berühren. Wir sind zu fünft zusammen mit der Musik am Dundu spielen und da ist sehr, sehr viel Training und sehr viel Anstrengung nötig, um eben Dundu menschlich wirken zu lassen. Jeder Spieler übernimmt beim Dundu-Spielen einen Körperteil, das heißt, ich bin zurzeit als rechtes Bein auf den verschiedensten Projekten in ganz Europa unterwegs, sowohl Musikfestivals, Galas, aber auch Demonstrationen. Linkes Bein, linker Arm, rechter Arm und dann die schwierigste Position, der Rückenspieler, der auch den Kopf spielt. Das sind ganz kleine Nuancen, die dann aber den Unterschied machen, wie bewegen wir uns eigentlich, sind dann auch die Fragen, die wir uns da manchmal stellen müssen. Das Interessante ist hier aber, wie müssen wir zusammenarbeiten, wie müssen wir kommunizieren, um eben Dundu zum Leben zu erwecken. Wir hatten auch in den Teams schon Afrikaner, zurzeit noch einen mexikanischen Kollegen, einen Inder. Das heißt, Kommunikation läuft sehr oft auch nonverbal ab. Das heißt, wir müssen uns beim Dundu-Spielen gegenseitig spüren und wir sind ja eigentlich jetzt nicht digital vernetzt über Dundu, sondern analog vernetzt. Eigentlich nur eine sehr ursprüngliche Form, aber eine sehr schöne Form. Was das Grundprinzip von Dundu ist, um Dundu zu spielen, ist Vertrauen. Ohne Vertrauen ist Dundu-Spielen nicht möglich. Ein Grundvertrauen muss da sein. Und hier kommen wir vielleicht auch wieder so ein bisschen zurück zum Anfang. Wir haben gesagt, alleine geht's nicht. Was Vertrauen ist, wird bei Wikipedia beschrieben auch als Vertrauen als Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Ja, es klingt jetzt komplexer, als es eigentlich ist, weil im Prinzip ist es ja genau das, was wir brauchen. Wir müssen uns auf andere einlassen, zu anderen Ja sagen und ja, zuhören und auch uns austauschen mit ihnen. Und alleine können wir die globalen Herausforderungen zum Beispiel nicht lösen. Was wir hier aber brauchen, ist Vertrauen, um die eben anzugehen. Wie könnt ihr jetzt also dieses Vertrauen aufbauen? Wie kann man lernen, Vertrauen aufzubauen? Zum Beispiel mit den kleinen Dundu-Puppen. Hier habe ich jetzt eine dabei und würde jetzt einfach mal fünf von euch bitten, das kurz auszuprobieren. Einfach. Und hier hat man noch ein Bein für dich. Und dann einfach mal. Dann mal die Zuschauer begrüßen. Wow. Okay, mal hinstellen. Okay, wir machen nachher noch mit den kleinen Dundu-Puppen einen Workshop. Das soll jetzt mal so ein erster Eindruck sein, wie man zusammen spielen muss. Ich finde, bei Ihnen sieht man es auch gerade schon ganz gut, der Fokus. Man hat eine zuständige Aufgabe, bei ihm jetzt das rechte Bein, aber es geht auch um das Gesamtbild. Und das sind dann auch so Thematiken, die ich zum Beispiel jetzt in meiner Bachelorarbeit auch behandelt hatte. Wie können wir im Unternehmen auch lernen, zusammenzuarbeiten mit dieser Puppe? Im ersten Augenblick scheint es ja ziemlich weit hergeholt sein. Man lässt jetzt hier Leute aus der Wirtschaft mit Puppen arbeiten, aber das Schöne ist, es funktioniert. Und ich habe auch heute mit einem Teilnehmer hier geredet, der eben auch gesagt hat, das hat bei ihm auch so nach 3 Tagen nach dem Workshop eine Wirkung gezeigt. Und das ist das Schöne, die Wirkung von Dundu. Dann hocken wir Dundu jetzt hier kurz ab. Ganz lang, so lassen wir es menschlich wirken. Bis in die Knie gehen. Nach vorne. Und der Rücken ein bisschen nach vorne. Ja. Ja. Nicht so einfach. Okay, dann gehen wir gleich schlafen. Jetzt weiter vor. Fliege, geh weg. Fliege, fliege. So hält er, oder? Okay, dann könnt ihr euch wieder kurz hinhocken und nachher wird es dann in den Workshops eben noch verschiedene Szenarien geben, die wir dann bespielen würden. Also Dundu kann eben zusammen mit den Leuten tanzen lernen. Ganz besonders,
Ganz besonders interessant wird es dann eigentlich, wenn zwei Puppen aufeinandertreffen. Hier haben wir zum Beispiel Erfahrung gemacht, was meistens passiert, jetzt auch bei den Leuten aus der Wirtschaft. Zuerst mal fangen sie an zu boxen und dann durch einen Wechsel in der Musik kommt man dann eben zum Tanzen. Da wollen wir eigentlich hin, Harmonie und eine schönere Zusammenarbeit. Zwei Punkte, die ich auch gerade schon angesprochen habe, war der Gruppenfokus. Finde ich ganz schön, dass man... Ja, wir sind eigentlich in unserer Welt sehr oft abgelenkt und hier wird man einfach auf einer Plattform zusammengebracht. Wir haben einen gemeinsamen Fokus und können hier dann was gemeinsam bewegen und was gemeinsam schaffen. Flow, das gibt es auch ja, bei den meisten Gruppen, diese Eigendynamik, die sich entwickelt, dass man mit der Tätigkeit, mit diesem Dundu-Spielen eins wird und daraus dann etwas Neues kreiert. Dundu steht für Du und Dur und sagt euch Ubuntu auch was? Wem sagt Ubuntu was? Ja? Internet, also es ist eine Linux-Distribution, aber Ubuntu kommt eigentlich aus dem Afrikanischen, ist eine Zulu-Philosophie und steht für mit dem Menschen zum Mensch werden. Und ich denke, das ist auch eine der Facetten von Dundu, dass man zusammen mit anderen Menschen lernt, zuzuhören. Dem anderen einfach mal machen lassen, aber auch konstruktives Feedback zu geben. Wir können durch Dundu lernen, besser Rücksicht zu nehmen und noch so viele weitere Sachen, weil es ist eben so ja, eine offene Plattform. Der Teamgedanke ist hier auch ganz wichtig. Das Bild kann zum Beispiel heißen, dass das Team nur so stark ist wie das schwächste Glied. Deshalb muss man vielleicht auch sagen, okay, wir gehen das Ganze ein bisschen langsam an und wir helfen uns gegenseitig. Was ich in diesem Ring noch sehe, könnte aber auch sein, das Bindeglied sein. Zwei Sachen zusammenbringen, die auf den ersten Augenblick nicht zusammenpassen. So ging es mir zum Beispiel genauso bei meiner Bachelorarbeit, dass ich sagte, Puppenspiel und Zusammenarbeit im Unternehmen. Und dass hier genau diese Verbindungen geschaffen werden können. In Anlehnung jetzt an den letzten Vortrag kann ich euch auch noch sagen, folgt bei eurem Weg euren Passionen, euren Leidenschaften. Mein Weg zum Beispiel zum Dundu-Spielen war über die Jonglage. Ich war ein Jahr in Mexiko, habe da als Straßenclown gearbeitet, eine meiner Passionen. Bin nach Stuttgart gekommen zum Studieren, eigentlich war es sehr ernst zum Studieren, International Business, aber habe eben diese Passion der Jonglage nie aufgegeben und über den Jonglierfreund bin ich dann zum Dundu-Projekt gekommen. Das innere Kind ist hier ganz wichtig, das innere Kind hat jeder von euch, mein Gott, ihr seid größtenteils noch Kinder und Jugendliche, in euch. Wenn man erwachsen wird, dann ja, fließt es manchmal so dahin. Man hat seine Ziele, man muss härter arbeiten, verliert es aber nicht, weil das ist genau der Motor eurer Inspiration und eurer Kreativität. Und die lasst die einfach nie auf dem Weg. Ja, hinterfragt nicht das Mögliche, sondern fordert das Unmögliche raus. Ich denke, hier ist schon ein kleiner Kreis an sehr kreativen jungen Köpfen. Ich wünsche euch heute noch viel Spaß an den verschiedenen Workshops. Hoffentlich klappt es auch mit einem Dundu-Workshop. Und ich freue mich auf eine tolle Zukunft mit euch. Danke.